Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs und zum Abbau von Bürokratie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge mit der Drucksache 20-2658. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Dr. Naas zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Änderungen des Hessischen Vergabegesetzes wurden schon im letzten Plenum vorgeschlagen. Die SPD brachte ein Gesetz zur Tariftreue und Sozialstandards bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ein. Meine Damen und Herren, bei genauerem Hinsehen entpuppte sich das Gesetz als großes Bürokratiesteigerungsgesetz mit eigenem hessischen Mindestlohn, mit mehr politischen Vorgaben, mit weniger Wettbewerb, mehr Nachweispflichten, Kontrollen noch und nöcher. Auch vor Grundrechtseingriffen wird nicht zurückgeschreckt. Die Kollegin Barth will auch Wohnungen durchsuchen können, um da Abrechnungen zu suchen und Nachweise. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir glauben, das geht in die falsche Richtung. Welch ein Misstrauen gegen Handwerker und Gewerbetreibende liegt dem zugrunde. Meine Damen und Herren, eine Änderung des Hessischen Vergabegesetzes ist notwendig, aber aus anderem Grund. Wir brauchen in Krisenzeiten nicht mehr Bürokratie, sondern weniger. Meine Damen und Herren, derzeit sind 700.000 Menschen in Hessen in Kurzarbeit, in 52.000 Betrieben. Das sind ein Drittel aller hessischen Betriebe. Die Arbeitslosigkeit stieg in diesem Monat, also im April, um 15%. Die Quote stieg von 4,5 auf 5,2%, und das in einem Monat. Was wir jetzt brauchen, ist ein Abbau von Regeln, mehr Vertrauen in die Wirtschaft und nicht weniger. Denn wer keinen Arbeitsplatz hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem nutzt auch der hessische Mindestlohn der SPD nichts. Und wer keinen Arbeitsplatz hat, dem nützen auch Arbeitszeiten nichts, die auf Ehrenamt und Familie Rücksicht nehmen, so wie die SPD das will. Meine Damen und Herren, viele fürchten derzeit um ihren Arbeitsplatz. Deswegen müssen wir jetzt alles tun, um Arbeitsplätze, Wohlstand und soziale Sicherheit in unserem Land zu erhalten, zu schützen. Und die beste Politik für Arbeitnehmer ist in dieser Stunde eine Politik für sichere Arbeitsplätze. Kollege Banzer, Sie haben ja das Plakat: In Zeiten wie diesen kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz, in Ihren Gängen hängen. Ich glaube, das Plakat können Sie jetzt dieser Tage wirklich wieder rausholen. Meine Damen und Herren, in einer so tiefgreifenden wirtschaftlichen Krise, wie sie unser Land seit Jahrzehnten nicht erlebt hat, spielt die Vergabe öffentlicher Aufträge eine entscheidende Rolle. Deswegen brauchen wir einen digitalen Vergabeprozess, nicht nur eine Veröffentlichung in der HAD. Wir brauchen eine Erhöhung der Vergabefreigrenzen, und wir brauchen eine Verkürzung der Zahlungsfristen zugunsten der Wirtschaft, um hier für mehr Liquidität zu sorgen. Und viertens brauchen wir auch eine Streichung von politischen Vorgaben bei der Ausschreibung. Was heißt das alles im Einvernehmen, im Einzelnen? Wir wollen zunächst einmal, dass die Vergabe digitalisiert wird. Denn das spart Kosten in der Verwaltung, ist transparent und auch effektiv. Wir wollen aber auch, dass die Anwendung des Vergabegesetzes erst ab einer Schwelle von 20.000 € zum Tragen kommt. Gerade kleinere Aufträge, die neue Garderobe in der Kita oder vielleicht auch das Stadtfest, muss ohne eine Ausschreibung möglich sein. Und drittens wollen wir die Zahlungsfrist, ich habe es eben schon gesagt, verkürzen, von derzeit einen Monat auf zwei Wochen bei Vorliegen von prüffähigen Abschlussrechnungen. Und viertens wollen wir Wettbewerb über Qualität und Preis, das ist für uns Liberale sehr wichtig, und nicht über Sozial- und Umweltkriterien. Die Gesinnung des Unternehmers darf nicht entscheidend sein im Vergaberecht. Das Vergaberecht muss wertfrei sein und nicht das Kurzwahlprogramm einer einzelnen Partei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bauen bei unseren Gesetzesvorschlägen, die in eine andere Richtung gehen als die der SPD, auf die Koalition. Es ist so, dass wir hier sehr oft erlebt haben, dass gerade auch bei der SPD, bei der CDU ja marktwirtschaftliche Ansätze vorherrschen. Und mich hat auch sehr positiv gestimmt,
dass heute Morgen der Kollege, die Kollegin, aber auch der Kollege in der Pressemitteilung, der Kollege Frömmrich, noch einmal gesagt hat, dass die Vergabeverfahren jetzt beschleunigt werden sollen. Deswegen glauben wir, dass wir hier sehr gute Vorschläge eingereicht haben. Deswegen freuen wir uns auf die Diskussion im Ausschuss und auch die Anhörung dann zusammen mit den Vorschlägen der SPD. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abgeordnete Lichert zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, werte Kollegen, es war einmal. Es war einmal ein Land nach einem über 10-jährigen Aufschwung, ein Land mit Rekordbeschäftigung und niedriger Arbeitslosigkeit, ein Land mit Haushaltsüberschüssen. Es war auch ein Land mit unspektakulärem, aber immerhin inflationsfreiem Wachstum, kurz gesagt, ein Land mit gesunder Wirtschaft und gesunden öffentlichen Haushalten. Meine Damen und Herren, dieses Land gibt es nicht mehr. Das war nämlich Deutschland vor Corona. Das Ende dieses goldenen Zeitalters, den Viren allein in die Schuhe zu schieben, ist jedoch falsch. Schon vor einigen Monaten sprachen wir hier im Hohen Haus über die Notwendigkeit, die Wirtschaft zu entlasten. Stichwort für die vergesslichen Winter is coming. In dieser alten Zeit war es ja vielleicht nachvollziehbar oder sogar folgerichtig, dass die gefühlt gute Lage bei einigen Politikern gewisse Begehrlichkeiten erzeugt. Auch wenn das vorliegende HVTG bereits 5 Jahre alt ist, enthält es ja eine ganze Reihe, einen ganzen Katalog von, ich nenne das jetzt mal, Schönwärtskriterien, auf Neudeutsch die Nice-to-Haves. Aber jetzt ist wirklich überhaupt nicht die Zeit für Nice-to-Haves, sondern für Must-Haves, das heißt Muss-Kriterien. Die Mutter aller Muss-Kriterien ist natürlich die Einhaltung des Mindestlohns. Völlig klar. Man kann das Gesetz an sich diskutieren. Nicht diskutieren kann man über die Einhaltung. Der Mindestlohn mag ordnungspolitisch falsch sein, aber er ist sozialpolitisch eine Notwendigkeit und seine Einhaltung daher Pflicht und Schuldigkeit jedes Unternehmers. Zu den ebenfalls sehr berechtigten Muss-Kriterien gehört die Tariftreue. Weil sie unmittelbar die Sozialpartner und Tarifautonomie stärkt. Und das ist genau das, was wir wollen. Es wurde in der Linkskurve seinerzeit Gift und Galle gespuckt, als ich sagte, die AfD sei eine wirtschaftsfreundliche Partei. Und als solche fordern wir auch den Respekt vor der Leistung von Unternehmern und dass diese auch vernünftig honoriert werden. Offenbar fand in der Linkskurve eine Art manichäischer Kurzschluss statt. Für die Unternehmen, ja, das kann ja nur bedeuten, gegen die Arbeitnehmer zu sein. Aber glücklicherweise hält der hessische Volksmund dafür den passenden Terminus technicus parat, nämlich das ist dumm Zeug. Wenden wir uns jetzt diesen Schönwärtskriterien zu, insbesondere den ökologischen. In § 3 Absatz 3 Ziffer 1 des HVTG finden wir den Verweis auf das Eco-Management and Audit Scheme der EU, kurz EMAS, als Nachweis für die Erfüllung der Ökokriterien. Dabei handelt es sich aber um ein sehr komplexes Regelwerk zur Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen in Unternehmen. Das ist etwas für große Unternehmen, die sich das leisten können und wollen, keinesfalls für KMUs. Wer solche Kriterien für Aufträge der öffentlichen Hand fordert, der betreibt eine protektionistische Abschottung öffentlicher Aufträge gegen kleine und mittlere Unternehmen. Das ist genau das Gegenteil dessen, was Hessen jetzt braucht. Ich möchte Ihnen noch ein gutes, schlechtes Beispiel für die Auswüchse solcher Regulierungswut geben, nämlich das Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen, kurz EDLG. Dieses großartige Gesetz ist natürlich die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Es verpflichtet alle Unternehmen, die nicht den KMU-Kriterien unterfallen, ein Energieaudit durchzuführen. Das bedeutet, Tausende von Unternehmen, die keine Liegenschaft im Eigentum haben, ausschließlich Mieter sind und deren energieintensivste Anlagentechnik Kaffeemaschinen, Geschirrspüler und Fotokopierer sind, diese Unternehmen werden dazu verpflichtet, von Fachleuten ein Tausende Euro teures Energieaudit erstellen zu lassen. Meine Damen und Herren, das ist kein nice to have, das ist ein crazy to have.
Daher unterstützen wir ausdrücklich die Forderung der FDP nach der Abschaffung des § 3 im HVTG. Auch die Erhöhung der Schwellwerte halten wir für sinnvoll. Und auch da bringt ja manchmal ein Blick über die Landesgrenzen Erkenntnis, nämlich dass in NRW und Bavü schon längst 20.000 bzw. 25.000 € funktionieren. Einen spannenden Aspekt hat die FDP aber ausgelassen, nämlich § 2 Absatz 4. Die Bevorzugung ortsansässiger und in der Region ansässiger Unternehmen ist unzulässig. Warum eigentlich? Unsere Gelehrten beugen sich gerade darüber und auch über den § 17 Absatz 1. Der Zuschlag darf nur auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot erteilt werden. Der niedrigste Preis allein ist nicht entscheidend. Deswegen zum Schluss der Gedanke, gehört das kommunale Steueraufkommen nicht auch zu allen Umständen der Wirtschaftlichkeit? In der Degrowth- und Postwachstumsbewegung knallen ja dank Corona die Sektkorken, die natürlich lokal, vegan und politisch korrekt erzeugten Sektkorken natürlich. Dieses Zurückdrehen von Globalisierungstendenzen scheint bevorzustehen. Mit öffentlichen Mitteln werden regionale Wirtschaftskreisläufe erforscht und gefördert. Und genau jetzt wollen wir den Kommunen weiterhin verweigern, dass sie in jeder Hinsicht naheliegende Auftragnehmer auswählen können? Meine Damen und Herren, der Antrag der FDP ist ein Anfang, aber auch nur das. Wir freuen uns jedenfalls auf die Ausschussberatung. Die scheinen hier sehr nötig zu sein. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lichert. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Hofmann von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz dient dazu, den Kommunen und den öffentlichen Auftraggebern einen praktikablen Rahmen zu bieten, innerhalb dessen man nach den Kriterien Wettbewerb, Wirtschaftlichkeit, Gleichbehandlung, Transparenz, Qualität, aber auch Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte Aufträge vergeben kann. Eine Evaluation des HVTG hat ja schon ergeben, dass viele Punkte des aktuellen Gesetzes greifen und sinnvoll sind. In dem Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten sollen die Vergabefreigrenzen angepasst werden, unter anderem mit der Begründung, das kann man in dem Pressetext entnehmen, wenn eine Kommune nur einen Empfang ausrichtet, sind die Freigrenzen schnell erreicht. Mal davon abgesehen, dass Empfänge derzeit noch schwer umzusetzen sind, lieber Herr Dr. Naas, Ihre Expertise als ehemaliger Bürgermeister in allen Ehren erinnert mich diese Argumentationslinie eher an spätrömische Dekadenz. In der Pressenotiz wird dann auch noch weiter ausgeführt, dass man Aufträge direkt an Unternehmen des Vertrauens vergeben werden kann. Ich frage Sie, liebe FDP, wie verstehen Sie Vertrauen innerhalb von Geschäftspartnern? Wie schafft man Vertrauen? Das schafft man durch Einhaltung von Regeln, die von allen Vertragspartnern akzeptiert werden. Und diese werden innerhalb des HVTGs auch vorgegeben. Das schafft Transparenz und somit Akzeptanz bei der Bevölkerung, aber eben auch bei den Mitbietern und Mitbewerbern. Ihr Ziel ist es ja, liebe FDP, Ökologie, Nachhaltigkeit und soziale Standards aufzuweichen und sie aus den Vergabekriterien herauszunehmen, weil sie Ihrer Ansicht ja da nicht hingehören. Und ich sage Ihnen doch, genau da gehören Sie hin. Gerade jetzt, Corona hin, Corona her, erleben wir tagtäglich, wie sich mangelnder Klimaschutz und Nachhaltigkeit auswirkt. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Klimakrise, die werden so groß sein, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise dagegen minimal sein werden. Denn gegen die Klimakrise gibt es keine Impfung, und gegen die Klimakrise wirkt auch keine Herdenimmunität. Sie wird uns alle unmittelbar betreffen, mit allen negativen Auswirkungen. Die Tragweite und Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und Klimaschutz müssen doch wohl auch in Ihrer Fraktion mittlerweile angekommen sein. Umweltbezogene Vergaberegelungen sind zum Vorteil der Unternehmen, weil sie sich meistens auch schon mit diesem Thema
Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Ökologie engagieren und beschäftigen. Da ist das Handwerk in Hessen deutlich weiter als die FDP. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind in vielen Unternehmen Thema. Und viele KMUs und regionale Hidden Gems, aber auch kleine Handwerksbetriebe sind hier federführend und haben Expertise. Und die können sie auch anbieten und wollen sie auch anbieten. Wenn man diese Klimakrise als solche erkennt, wenn man ernsthaft etwas gegen die Auswirkungen der Klimakrise tun will, dann gehören umweltbezogene Aspekte in eine zukunftsorientierte Vergabepraxis hinein. Sie sind geradezu ein Muss. Und gerade öffentliche Auftraggeber müssen hier ein Vorbild sein. Und auch soziale Aspekte gehören in die Vergabeordnung. Darüber haben wir ja schon am 18.02. hier in diesem Saal diskutiert, zu einem anderen Antrag. Wer soziale Aspekte wie Förderung der Frauen im Beruf oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die Berücksichtigung von Erstausbildung aus der Vergabe heraushaben will, der ist nicht auf Höhe der Zeit. Bei vielen Unternehmen, kleinen wie großen, ist das Standard. Ein Herauslösen dieser Aspekte wäre ein verheerendes Signal. Und natürlich dürfen Vergabekriterien nicht zu mehr Bürokratie führen und es damit gerade den kleinen und mittleren Unternehmen erschweren, sich an Ausschreibungen zu beteiligen. Die regionalen Bewerber und Anbieter muss man dabei besonders im Blick haben, denn auch die räumliche Nähe, die regionale Steuerkraft und schlicht Arbeitsplätze im ländlichen Raum bedeuten auch Nachhaltigkeit für Unternehmen, aber auch für Kommunen. Das zu unterbinden wäre äußerst töricht. Den Beteiligungsprozess zu digitalisieren und dadurch zu vereinfachen, finden wir zielführend. Das ist eine durchaus sinnvolle Sache. Danke. Die Regeln klar darzustellen und dadurch zu vereinfachen, ist ein weiterer Punkt, der in einem neuen Vergabe- und Tariftreuegesetz umgesetzt werden muss. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist vor allem eine Vereinheitlichung der Regelungen. Ein hessischer Alleingang, so wie Sie es wieder vorführen wollen, der ist nicht zielführend. Die Idee, Zahlungsfristen zu verkürzen, die sind nicht umzusetzen, weil da Bundesgesetze damit konfrontiert werden und durch solche geregelt werden. Herr Abg. Hofmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Oh ja. Also, derzeit ist das Ministerium mit der Ausgestaltung des neuen HVTGs beschäftigt. Alle Beteiligten, alle kommunalen Spitzenverbände, Unternehmerverbände, Fachverbände, aber auch SOKA Bau, Gewerkschaften, Sozialverbände sind integriert und informiert und haben und werden sich beteiligen. Die Novellierung des HVTGs ist Gegenstand des COA-Vertrags, und Sie können davon ausgehen, dass der neue Gesetzentwurf mit Sicherheit besser wird. Und damit vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Hofmann. Als nächstes hat sich die Abg. Barth für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Stefan Naas, es gibt einen Punkt, an dem wir uns einig sind. Das Vergabe- und Tariftreuegesetz muss überarbeitet werden. Allerdings enden damit auch schon sehr schnell unsere Gemeinsamkeiten, was uns vermutlich nicht wirklich überrascht. Sie waren ja von Anfang an der Meinung, dass soziale und ökologische Kriterien nichts im Vergabeverfahren zu suchen haben. Und Corona ist jetzt hier ehrlich gesagt für mich auch nur das Feigenblatt in Ihrer Rede gewesen. Sie wissen, die SPD sieht das anders. Wir haben das deshalb schon 2014 beantragt, bei gleichwertigen Angeboten dem Bieter den Vorzug zu geben, der sich zum Beispiel mehr im Bereich der betrieblichen Erstausbildung engagiert oder der ökologisch vorbildlicher ist. Und ich frage Sie auch, was ist denn bitte daran falsch? Jetzt will ich Sie einmal richtig gruseln. Ich habe tatsächlich, Herr Naas, letzte Woche in einer IT-Ausschreibung des Bundesinnenministeriums gefunden, dass hier die ILO-Kernarbeitsnormen einzuhalten sind, also keine Kinder- und Sklavenarbeit. Das ist ein Punkt, den sogar Schwarz-Grün in Hessen zugewagt erschien.
und den Sie deshalb lieber nicht in das hessische Gesetz aufgenommen haben. Sie schreiben in Ihrer Begründung, dass Regelungen, die sich in der Praxis nicht bewährt haben, wieder gestrichen werden sollten. Ich frage Sie, woher wissen Sie das? Sie haben sich ja nicht einmal mit dem Evaluierungsbericht befasst. Dem Punkt, den Sie charmant umschreiben mit die bestehenden Vergabegrenzen werden an die allgemeine preisliche Entwicklung angepasst und damit erhöht. Sie meinen damit eine Verdopplung der Freigrenzen von 10.000 auf 20.000 €. Ich wundere mich etwas, dass das die Preisentwicklung seit 2015 ist. Es chauffiert mich ehrlich gesagt am meisten, zumal Sie einen Absatz weiter unten sogar noch darauf hinweisen, dass unterhalb dieses Schwellenwerts zwar Mindestlohn und Tariftreue einzuhalten sind, aber bitte genau zuhören, dass aber auf Nachweise verzichtet werden soll. Liebe FDP, ehrlich jetzt? Zum einen liegen fast 90% aller öffentlichen Aufträge bei maximal 10.000 €, sodass eine weitere Anhebung des Schwellenwerts das Gesetz fast ad absurdum führen. Und dann sage ich, schlimm genug, dass die Regierungskoalition auf die wirklich zwingend notwendigen Kontrollen verzichtet. Bei Ihnen muss es noch nicht einmal bestätigt werden. Ganz ehrlich, dann kann man es eigentlich gleich lassen. Sagen Sie, dass Ihnen Tariftreue, faire Löhne für faire Arbeit nichts bedeuten. Ob Sie damit allerdings dem Mittelstand helfen, der diese Löhne in der Regel zahlt und der eben keine Sub-Sub-Sub-Unternehmenketten beschäftigt mit ungewissem Ende in Ausland, wage ich zu bezweifeln. Denn ich kenne viele mittelständische Unternehmen, die sich über ein Mehr an Kontrollen freuen würden, da so Schmutzkonkurrenz ausgeschaltet wird, und die auch stolz sind darauf, dass sie ausbilden und die sich gerne dafür belohnen lassen. Bei den beiden weiteren Punkten aus Ihrem Gesetzvorschlag normalisiert sich mein sozialdemokratischer Puls dann zum Glück wieder etwas. Ja, eine Digitalisierung des Vergabeprozesses wäre wünschenswert. Allerdings habe ich meine Zweifel, ob die Kreise und Kommunen, Stichwort Onlinezugangsgesetz, mit ihrem Gesetzentwurf Schritt halten können. Ich würde mir die Digitalisierung als Zielvorgabe wünschen, wenn es realisierbar ist. Wir sehen ja jetzt schon, wo wir gerade auf ein Mehr an Digitalisierung angewiesen sind, wie es an allen Ecken klemmt. Und am Ende meiner Rede noch zu einem 100%-Konsens zu kommen mit Ihnen, ja, eine deutliche Verkürzung der Zahlungsfristen auf 14 Tage unterstützen wir gerne. Hier ist es leider häufig der Fall, dass Zahlungsziele durch Nachlegen nochmals verlängert werden. Hier ist unbedingt etwas zu verbessern, aber dann bitte schön auch einzuhalten. Der Staat ist da leider nicht immer ein guter Kunde. Summa summarum, Digitalisierung und Zahlungsziele gehen wir gerne mit Ihnen mit. Aber die SPD wird sich weiterhin mit vollem Elan für eine wirkungsvolle Tariftreue einsetzen. Hier sogar. Das müssten Sie jetzt schnell ausführen, weil ja, Ihr Redezeit ist. Ich muss zum Ende kommen. Ich weiß, hier sogar Rückschritte zuzulassen und nicht einmal mehr Nachweise einzufordern, als ob es selbstverständlich wäre, dass nach Tarif bezahlt wird, was einfach nicht der Realität entspricht, kommt für uns nicht in Frage. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Barth. Als nächstes hat sich für die CDU-Fraktion der Abg. Müller aus dem Lahn-Dill-Kreis zu Wort gemeldet. Bitte schön. Tja, ne? Müller, alles gut. Herr Staatsminister Müller ist auch kein Name, ist ein Gattungsbegriff. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde das immer gut, wenn die FDP liberale Ansätze anführt. Das führt dazu, dass man nachdenkt und auch sich manchmal ins Korrektiv nimmt. Das soll so sein, und ich finde das an dieser Stelle immer spannend. Ich fange aber mal mit dem letzten Punkt Ihres Gesetzesvorschlages an, indem Sie schlicht und einfach sagen, Rechnungen, wenn sie gestellt worden sind,
und prüffähig sind, fähig sind, sind nach 14 Tagen zu bezahlen. Das ist das Schärfste. Ja, nun, so steht es jetzt da in Ihrem Vorschlag. Das hat eine umfassende Folge, nämlich sie ist zu bezahlen. Unabhängig davon, ob die Prüfung zu einem Ergebnis kommt oder nicht kommt, sie muss bezahlt werden. Das finde ich wunderbar. Wir rechnen eine Leistung ab, die wir nicht erbracht haben, bekommen das Geld. So macht man Gesetze. Ja, ihr braucht euch, Sie brauchen sich nicht aufregen. So macht man Gesetze, dann weiß man, wie Qualität funktioniert. Aber ungeachtet dessen, Kolleginnen und Kollegen, es ist ja erkannt, was damit gemeint ist und was damit gemeint sein soll. Aber nichtsdestotrotz, 14 Tage sind zutiefst unrealistisch, weil selbst das bürgerliche Recht, welches ja für die privaten Geschäfte gilt, eine andere Frist vorsieht. Und insoweit würde ich, glaube ich, die öffentliche Hand nicht mehr in Anspruch nehmen als denn die privaten Verhandlungs- und Vertragspartner. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich betone, und mein Kollege Kasseckert als Sprecher sagt das ja immer wieder, wir legen Wert darauf, auch als Union, dass die im Wirtschaftsprozess Beteiligten sich regeltreu verhalten. Von daher ist es für uns völlig selbstverständlich, dass Lohnvereinbarungen, da geht es nicht nur um den Mindestlohn, da geht es um Lohnvereinbarungen schlicht und einfach, also um Tarife, um Abreden, um Verträge, eben aber auch um den Mindestlohn, dass der eingehalten wird. Und dazu gehört auch, dass die Umweltvorgaben, dass die Vorgaben, die eben das Wirtschaftsleben mit sich bringt, schlicht eingehalten werden und dass die Unternehmer das wissen. Aber das wissen auch die hessischen Unternehmerinnen und Unternehmer, und insbesondere das hessische Handwerk weiß das. Und wenn Sie sich die Handwerksinformationen anschauen, und wenn Sie sich anschauen, was denn die hessische Handwerkskammer dazu sagt, dann kann ich gar nicht verstehen, was Sie hier wollen. Denn die Handwerkskammer sagt ganz bewusst, dass die Regeltreue und die Verpflichtung der Regeltreue gerade für Handwerksbetriebe auch ein Wettbewerbsvorteil ist im Verhältnis zu den Mitbewerbern, die aus der Sub-Sub-Unternehmung kommen. Und insoweit ist es auch ein Schutz für unsere Betriebe in Hessen, sich an Regeln zu halten und ordentlich die Dinge abzulegen. Deshalb, ich habe aus den Handwerkern, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Beschwerde, die Sie hier führen, noch nie gehört. Ich habe gehört, dass es bei den Regelaufträgen, also bei den Auftragsvergaben, die in die hohen Summen geht, dass es zu komplex wird. Und das ist das, das hat der hessische Staatsminister für Wirtschaft auch immer schon gesagt, darum müssen wir uns kümmern. Wir müssen für Regeltreue stehen, aber wir müssen auch für Vereinfachung, wo es geht, eintreten und dafür versuchen, das umzusetzen. Und das muss das Ziel sein. Es kann doch nicht sein, nur etwas, ich sage es mal, Föhnschaum zu erzeugen, um danach die Lockenwelle besser zu sehen, sondern es geht darum, dass es substanziell für Vorteile unserer hessischen Wirtschaft kommt. Und das kann man mit solchen Formulierungen unseres Erachtens nicht wirklich erreichen. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind durchaus der Meinung, und da bleiben wir auch dabei, gemeinsam mit den GRÜNEN, die Nachhaltigkeitserfordernisse sind wichtig, und sie sind erforderlich. Und sie sind deshalb erforderlich, weil auch sie ein Qualitätsausdruck der hessischen Wirtschaft ist und von der hessischen Wirtschaft inzwischen auch so gesehen wird. Und es ist eine Abgrenzungsmöglichkeit, mit der man sich erfolgreich, wenn nicht erfolgreicher, am Markt positionieren kann. Und deshalb habe ich das an dieser Stelle nicht wirklich verstanden. Der letzte Punkt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Digitalisierung. Na, da sind wir doch völlig einig. Die Digitalisierung wird auch in diesem Punkt immer weiter Fortschritt vorangehen. Aber bitte, Sie sind nicht die Erfinder. Wir haben die europäische Vergaberichtlinie, wir haben die Vergabevorgaben, wir haben das europäische Vergaberecht, welches nur digital funktioniert. Und wir haben die Bundesvorgaben der Digitalisierung der Vergabeprozesse auch in den Ländern. Aber bitte schön doch einheitlich. Soll denn der hessische Unternehmer, der in Waldeck an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen sitzt, oder der, der bei mir im Landkreis sitzt, an den Grenzen zu Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit drei verschiedenen Regelungen zu tun haben? Das ist doch kontraproduktiv und benachteiligt im Zweifel den hessischen Unternehmer. Deshalb liberaler Ansatz gerne, aber dann nur zum Vorteil der Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wir sind der Überzeugung, das hessische Vergaberecht in der Nachhaltigkeit, in dem Schwellenwert, ist ein erfolgreiches Mittel für unsere Handwerkerinnen und Handwerker. Und deshalb finden wir das an dieser Stelle gut. Und die Novelle, der Minister hat es auch schon mehrfach gesagt, wird kommen. Und dann können wir ja mal diskutieren. Und dann brauchen wir auch liberale Hinweise. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Müller. Als nächstes hat sich die Abg. Wissler von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die FDP legt heute hier einen Gesetzentwurf vor, der das geltende Vergabegesetz in seinen sozialen und ökologischen Kriterien noch weiter entkernen soll. Und das, wo ja eigentlich das aktuelle Gesetz schon so wenig weitreichend ist, ohnehin nur unverbindliche Kannbestimmungen für soziale und ökologische Kriterien vorsieht und auch keine Kontrollen vorsieht. Und deswegen wurde dieses Gesetz ja oft als zahnloser Tiger bezeichnet. Und diesem armen, bedauernswerten, diesem zahnlosen Tiger, dem wollen Sie jetzt auch noch die letzte halbe Kralle ziehen, liebe FDP. Dieses Gesetz ist jetzt schon schlecht, und Sie wollen es noch schlechter machen. Konkret wollen Sie die Kannbestimmungen streichen, die Freigrenzen erhöhen, unterhalb derer das Gesetz gar nicht greift. Und das halten wir für unverantwortlich. Weil die Corona-Krise trifft natürlich viele Unternehmer hart und auch deren Beschäftigten, klar. Aber das mindert ja andere Krisen nicht, die derweil parallel weiterlaufen, etwa die Klimakrise oder auch der Anteil der Armut hierzulande. Im Gegenteil, die soziale Spaltung droht sich doch eher noch zu verschärfen durch die Corona-Krise, gerade auch, weil das Augenmerk von diesen Problemen gerichtet wird und weil die finanziellen Mittel auch teilweise umgeleitet werden. Genauso wie die vielen Milliarden, die jetzt zur Unterstützung in die Wirtschaft fließen, genutzt werden müssen, um den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft voranzutreiben und den Kampf gegen den Klimawandel zu beschleunigen, genauso muss auch das Geld, das die öffentliche Hand beim Einkauf nutzt, selbstverständlich für gute, soziale und ökologisch sinnvolle Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden. Nicht trotz Corona, sondern jetzt erst recht, meine Damen und Herren. Nun wissen wir, Deregulierung, Steuersenkung und Abbau von Arbeitnehmerschutzrechten, das sind die Antworten der FDP auf eigentlich alle Probleme von Zahnweh bis Wohnungsbau. Und es hilft einfach nichts. Die Krise, ja, ich finde, die Krise jetzt zu nutzen, um Arbeitnehmerrechte und soziale Standards zu beschneiden, und sich dann wieder hinzustellen und zu klatschen und zu sagen, toll, was die Beschäftigten in ihrem Land, in diesem Land leisten, das finde ich nicht in Ordnung. Und das Ganze dann auch noch mit dem Schutz von Arbeitsplätzen zu begründen. Die Beschäftigte brauchen doch jetzt Schutz und keine Deregulierung und Lockerung. Wir müssen doch die Schutzmaßnahmen verstärken. Und Herr Dr. Naas, ich meine, heute Morgen haben Sie sich hier hingestellt, als es um die Solo-Selbstständigen ging, und haben zu Recht nach dem Staat gerufen. Völlig zu Recht. Der Staat muss jetzt hier eingreifen und muss helfen. Und jetzt erzählen Sie, es müssten staatliche Schutzstandards wieder zurückgebaut werden und begründen das auch noch mit den Beschäftigten und mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Dabei zeigt doch diese Krise gerade, dass der Markt es eben nicht regelt. Und deshalb das Gegenteil von dem, was die FDP fordert, ist notwendig, nämlich die Überarbeitung des Vergabegesetzes dahingegen, dass der Staat einkauft, was sozial und ökologisch sinnvoll ist, bei Firmen, die ihre Beschäftigten gut bezahlen und die seriös kalkulieren. Eigentlich sollte das die Regel sein, aber viel zu oft kommt noch der Billigste zum Zug. Und da spart der Staat vielleicht ein paar Euro beim Einkauf, aber am Ende muss er die ökologischen Folgeschäden bezahlen, und am Ende muss die Allgemeinheit die Löhne aufstocken, wenn sie nicht zum Leben reichen. Und deswegen finde ich, Herr Dr. Naas, an die FDP gerichtet, das ist ja nicht nur ein Schutz für die Beschäftigten. Es ist auch ein Schutz von Unternehmen, die tariftreu sind, die sich an soziale Standards und an ökologische Standards halten. Es ist ein Schutz dieser Unternehmen vor Dumpingkonkurrenz. Und Sie wissen doch, was zum Teil auf den Baustellen los ist. Und Sie wissen doch, wie dort versucht wird, eben Löhne zu drücken. Sie schützen doch damit gerade die Unternehmen, die die Ausbildung schaffen und die soziale Arbeitgeber sind, die schützen Sie davor, dass sie eben von anderen Unternehmen in Ausschreibungen, bei der Vergabe mit Dumpinglöhnen niederkonkurriert werden können. Und deswegen ist Ihr Ansatz grundfalsch. Das Problem beim schwarz-grünen Vergabegesetz ist die Freiwilligkeit, dass das alles freiwillig letztlich ist. Eine echte Tarifbindung gibt es nur im Bereich des ÖPNV. Und all das Wenige, was festgeschrieben wird, wird de facto nicht kontrolliert. Die ILO-Kernarbeitsnormen kommen gar nicht vor. Und ein ganz großer Konstruktionsfehler, es gibt keine Generalunternehmerhaftung. Haben wir hier schon mehrfach diskutiert. Das heißt also, ein Unternehmer bewirbt sich um einen Auftrag, und dann vergibt er den Auftrag weiter an Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen, und die sind dann zu gar nichts mehr verpflichtet. Es ist ein Scheunentor offen, um die wenigen Standards überhaupt noch zu unterlaufen. Und deswegen, ein gutes Gesetz müsste Leitplanken setzen, um die Beschäftigten zu schützen, die im öffentlichen Auftrag arbeiten. Und das würde auch die
Bedingungen insgesamt am Arbeitsmarkt verbessern. Von daher, es wird höchste Zeit, soziale Standards bei der Vergabe endlich verpflichtend festzuschreiben. Es gibt keine guten Argumente für diese wirtschaftspolitischen Ansätze der FDP. Und Corona und die Corona-Krise ist schon gar kein Argument dafür. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler. Und für die Landesregierung spricht Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In einem stimme ich der FDP zu, ausdrücklich. Öffentliche Aufträge sind gerade in konjunkturellen Krisenzeiten ein wichtiger Stützpfeiler für die Stabilisierung und auch Erholung der Wirtschaft. Das wird in den nächsten Monaten eher noch zunehmen, die Bedeutung. Der Staat als Nachfrager, als Auftraggeber, als Beschaffer und sozusagen Investitionsstütze wird an Bedeutung gewinnen. Und zweitens, das ist bisher nicht erwähnt worden, aber das bestehende HVTG bietet dazu aus meiner Sicht eine ziemlich gute Grundlage, genau das zu machen. Und was bisher noch niemand erwähnt hat, viele der Freigrenzen, die wir im gültigen HVTG haben, sind 2009 in der Finanzkrise angehoben worden und nie mehr gesenkt. Und deswegen, wenn man sich das einmal anschaut und mal die unterschiedlichen Länder vergleicht, stellen wir fest, dass wir in vielen Bereichen schon sehr, sehr hohe Freigrenzen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss man wissen, wenn man beantragt, sie noch weiter anzuheben. Wir haben zweitens natürlich ein gutes Gesetz, aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch besser werden kann. Und wir wissen, das wissen Sie auch, dass wir im Zuge der Novellierung einiges noch verändern wollen. Stichwort Unterschwellenvergabeordnung UFGO. Wer sich in den Feinheiten des Vergaberechts bewegt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ich vermisse an Ihrem Gesetzentwurf so ein bisschen eine Struktur. Sie machen die Überschrift Mittelstandsfreundlichkeit und machen dann so ein paar Regelungen, die aber aus meiner Sicht nicht wirklich ausgewogen sind und aus meiner Sicht auch den Grundsätzen des Vergaberechts zum Teil widersprechen und vielleicht am Ende genau nicht mittelstandsfreundlich sind. Ein Beispiel, Freigrenze auf 20.000 €. Ich will Ihnen einmal zeigen, das sind die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern. Das können Sie jetzt nicht sehen, aber meistens steht da 1.000 und nur in Hessen steht 10.000. Manchmal steht da auch 5.000 in Bayern und Baden-Württemberg. Nur in Hessen steht 10.000. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das sogar noch auf 20.000 erhöhen, dann will ich Ihnen sagen, ich glaube, dass es richtig ist, dass man oberhalb einer bestimmten Schwelle ausschreibt und dass das gerade mittelstandsfreundlich ist, damit mit Verlaub nicht immer der Gleiche den Auftrag kriegt. Und ich finde, auch das sollten wir nicht vergessen. Ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Aber es gab einmal eine Zeit, da saß so gefühlt die Hälfte der Bürgermeister des Hochtaunuskreises im Gefängnis. Das war wirklich einmal so. Herr Naas, Sie sind ja unverdächtig. Main Taunus, Hochtaunus, ältere Mitbürger erinnern sich. Und dementsprechend will ich Ihnen noch einmal sagen, sozusagen die Transparenz, aber die Frage der Transparenz bei der öffentlichen Auftragsvergabe ist auch ein Schutz vor Korruption und ist auch ein Beispiel dafür, dass es auch einmal Rotation zwischen unterschiedlichen Firmen geben kann. Und das ist gut, das ist mittelstandsfreundlich und das ist auch handwerksfreundlich, weil es müssen dann auch einmal andere Unternehmen die Chance auf einen Zuschlag haben. Ich glaube, dass bei der Frage der digitalen Vergabe wir absolut keine Differenz haben, dass das kommen muss. Aber Kollege Müller hat schon gesagt, es ist ausdrücklich richtig, EU-Vergabeverfahren ist es ja bereits Pflicht,
Wenn Sie jetzt hier mit Ihrem Gesetzentwurf eine hessische Sonderlösung einführen wollen, obwohl wir gerade dabei sind, alle Vergabeverfahren bundesweit einheitlich zu digitalisieren, ist das gerade für ein Land wie Hessen, das umzingelt von Deutschen ohne Zugang zum Meer viele Nachbarländer hat, wo dann auch hessische Firmen sich gerne mal woanders bewerben oder auch andere sich in Anführungszeichen bei uns bewerben wollen, wäre es aus meiner Sicht falsch, einen Sonderweg zu beschreiben. Was müssen wir an dieser Stelle einheitlich machen? Stichwort Flickenteppich verhindern. Und das hilft übrigens gerade den kleinen und mittleren Unternehmen, die keine Spezialisten haben, die sich sozusagen in unterschiedlichen Vergaberechten auskennen und am Ende dann das Nachsehen haben. Und dasselbe gilt übrigens, Stichwort Ex-Post-Transparenz. Auch da sagen Sie, die nachträgliche Veröffentlichungspflicht wollen Sie anheben, damit das nicht mehr sein muss. Und da will ich Ihnen sagen, aus meiner Sicht gehört die auf jeden Fall dazu. Man kann beschleunigen, in Anführungszeichen, durch hohe Freigrenzen. Staatsminister Al-Wazir, ja, Ihre Rede, komme zum Schluss, die vereinbarte Redezeit. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Aber ich glaube, dass wir an dieser Stelle gut daran tun, auch dafür zu sorgen, dass das dann auch veröffentlicht wird, weil, ehrlich gesagt, mit der beste Korruptionsschutz ist auch der Konkurrent, der schaut, wer den Auftrag bekommen hat. Und bei der Verkürzung der Zahlungsfrist, das ist ein Wunsch, den haben immer alle, das ist schwierig, Stichwort geprüft. Kleiner Hinweis, aus unserer Sicht wäre das in einem Landesgesetz gar nicht zulässig, weil die Zahlungsfrist vom Bundesgesetzgeber im BGB geregelt ist. Aber ja, weil das deckungsgleich ist. Aber gut, ist in Ordnung. Ich will Ihnen das nur sagen. So, und jetzt ein letzter Punkt. Entschuldigung, Frau Präsidentin, ein letzter Punkt. Stichwort soziale und ökologische Aspekte. Also manchmal ist es ja so, dass sozusagen manche Krisen zum Anlass genommen werden, dass man das fordert, was man immer schon gefordert hat, jetzt mit neuer Begründung. Ich glaube an dieser Stelle, dass wir gut daran tun, die sozialen und ökologischen Aspekte drinzulassen. Und ich darf darauf hinweisen, dass die im gültigen HVDG an zwei Stellen stehen, nämlich einmal bei den sozialen und ökologischen Aspekten und dann beim Verweis auf die Nachhaltigkeit. Die wollen Sie komischerweise nicht streichen. Insofern würde ich es mal positiv sehen, wollen Sie die offensichtlich doch beibehalten. Also, ich will mal sagen, vielleicht haben Sie es nicht einfach nur übersehen, sondern an der Stelle was dazugelernt. Das weiß ich nicht, Herr Naas. Ich glaube allerdings, dass wir gut daran tun, an dieser Stelle. Sie haben ja schon gesagt, dass das jetzt zu dem von der SPD noch dazukommt. Sie wissen, dass wir auch noch mit einer Novelle kommen werden, dass das aber ein bisschen dauert, weil sie sorgfältiger vorbereitet wird, weil sie durch Regierungsanhörungen geht, mit allem, was dazugehört. Insofern freue ich mich an dieser Stelle über muntere Debatten im Ausschuss. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-2658 zur weiteren Beratung in den BVA.